Jo, was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einer neuen Episode. Das war das beschissenste Intro, das ich jemals gemacht habe. Voila. Okay, ja, was geht heute ab? Heute verschenke ich ein Tablet, Bruder. Aber nicht an einen von euch hier dreckigen. Ihr habt schon gedacht, oder? Habt ihr gedacht, dass ihr ein Tablet bekommt? Nein, ihr nicht. Aber ihr hattet vor 6 Monaten circa, ist das schon so lange her, Digga? Nee, 6 Monate ist zu lang, Bruder. Ich glaube so vor 3, 4 Monaten hatte jeder die Chance, der bei mir Merch bestellt hat, dieses Tablet zu gewinnen. Und ich habe es damals verlost. Ein Bre hat das gewonnen und ist, jetzt haltet euch fest, wieder an der Kloschüssel wie gestern. Haltet euch fest. Er ist einfach 5 Stunden hierher gefahren, um sich dieses Tablet abzuholen. Ich hätte ihm es auch gebracht, aber er wollte hierher kommen. Und diesen Bre treffen wir heute. Ich habe ihm vorgeschlagen, auch, dass er bei einer Zerstörung mitmachen kann. Ich will jetzt diese A-Klasse aber nicht komplett zerstören heute, Digga. Aber vom Innenraum her ist mir das alles scheißegal, Junge. Im Innenraum kann er sich austoben. Er hat mir aber allerdings auch geschrieben, dass er erstmal nicht aufgenommen werden möchte. Er will mich erstmal so ein bisschen kennenlernen. Verstehe ich auch. Wie kann man so einem Keck wie mir vertrauen, Digga? Aber sehr, sehr schönes Tablet. Und ey, der fährt einfach 5 Stunden. 5 Stunden. Der ist, haltet euch jetzt nochmal an der Kloschüssel fest. Diesmal mit beiden Händen. Er ist einfach... Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Die Ampel hat mich abgelenkt, Digga. Es ist einfach grün geworden. Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Digga, was ist da vorne los? Eisportal ist wieder voll. Wieso denn? Man darf nirgendwo mehr rein. Überall ist 2G, 2G++, 2, 5G, 5G, minus X, Y, XG. Aber die machen da fest. Da, wo ich drehe. Diese Dreckigen. Ich mache die Kamera jetzt erstmal aus. Und nachdem ich mich mit dem Bro ausgetauscht habe, nachdem wir uns gegenseitig den After beschnuppert haben, dann mache ich die Kamera wieder an. Vorausgesetzt, der Junge hat überhaupt Bock. Vielleicht hat er gar keinen Bock. Vielleicht will er nur das Tablet und zieht ab. Voilà. So Leute, die Jungs sind jetzt hier vor Ort. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, 5 Stunden seid ihr gefahren. Ja. 5 Stunden, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, also wer euch in den After reingefurzt hat, aber es ist zu krank. So, wir haben jetzt auch kurz überlegt, was wir machen sollen. Wir haben gar keine Ahnung jetzt. Ich würde einfach vorschlagen, wir machen die Karre kaputt. Bro, von innen. Und danach, wenn ich noch Zeit habe, weil ich muss um 14 Uhr weg, aber ich glaube, das packen wir, dann zerstören wir auch noch das Auto. Wir fahren es gegen den Baum. Aber warte, Bro, bevor wir anfangen, muss ich dir erstmal was geben, Junge. Ach du Scheiße. Dein Tablet A7. Ich habe extra das A7 genommen, weil 7 ist eine sehr, sehr heilige Zahl. Ist auch eine Glückszahl, auch meine persönliche Glückszahl. Und das A vor der 7 steht für After. So. Ja, dann würde ich vorschlagen, du parkst irgendwo dein Auto und dann kommt ihr mit. Ich habe, glaube ich, schon eine Idee, was wir machen können. Bruder, ich glaube, die fahren wieder weg. Die haben mich jetzt hier kennengelernt. Mich hier kennengelernt und denken sich auch, was ist das für ein Keck? Oh, Digga, ist ja keine Party hier, das ist Flohmarkt. Bro, einfach Flohmarkt hier am Start. So, ich mache mal das Zerstörungswerkzeug nach vorne. Bam. Ach, das lasse ich mal hier. Scheiß drauf. Springt rein in den After. Was sagt ihr so zu meiner A-Klasse? Brutal, oder? Brutal. Besser als jeder AMG. Voila. Mal, das machen wir mal nach hinten. Achtung. Oh, oh, sorry, Bro. Wo ist dein Bre? Komm nach vorne, Bruder. Willst du, mach einen auf Dings. Ey, Digga, du hast die Tür gewickt. Du hast die Tür. Ach, geh jetzt hier zu. Junge, ich peile das immer noch nicht. 6 Stunden seid ihr gefahren. Warum? Warum? Erklärt mir das. Ich bin sogar theoretisch mehr gefahren. Ich komme ja aus Berlin. WTF. Und bin von Berlin mit dem Zug nach Nähe Bremen, wo ich eigentlich herkomme, wo ich mit ihm dann losgefahren bin. Ich sehe schon, der Spiegel stört dich. Mach den ab. Mach den ab, Bruder. So ist gut. Kurz Scheibe gehickt. Aber du weißt schon, dass ich auch nach Berlin gekommen wäre. Also das wäre auch kein Problem für mich. Das habe ich dir auch geschrieben. Du wolltest aber unbedingt bei einer Zerstörung dabei sein. Ja. Hier sind Zerstörungswerkzeuge. Kurz mal Augen zumachen. Ich habe meine Schutzbrille vergessen. Wart ihr schon bei Megas? Ja, gerade eben. Echt? Ja, weil ich wollte jetzt nochmal zu Megas mir einen Kaffee holen. Habt ihr Bock auf Kaffee? Ja, noch 2 wieder machen. Oha, Bruder, du bist Profi. Ich muss die Handbremse testen. Weißt du, ich habe das Auto neu gekauft. Und ich vertraue niemandem. Der Verkäufer war zwar nett und so, aber man weiß nie. Scheißarschenbecher! Egal, Scheißarschenbecher! Ich demonstriere damit, dass Rauchen total ungesund ist. Bei welchem Megas wart ihr, Bro? Ist ja da 8 Kilometer von hier.
Was? Was? Das ist ja fast in Berlin. Bro, wir fahren jetzt zu Megas, warte mal, Kaiserlei. Die sind da nicht so korrekt. Da wurde ich auch was angezeigt einmal. Wegen Datenschutz und so. Oh, wir dürfen die Dings nicht kaputt machen, die Heizung. Ja, wir fahren jetzt zu nach Offenbach. Offenbach. Kennst du Offenbach? Ja. Sehr gefährliche Stadt. Wart ihr, ja. Und ihr habt überlebt, krass. Voila. Ich muss wach werden, Jungs. Ich bin noch nie so früh aufgestanden. Nein, Spaß. Ihr wisst ja, der frühe Aufwacher fängt den Dreck. Sag doch, dass es grün ist, Bro. Ach so. Ja, reiß die Scheiße ab, Mann. Reiß die Scheiße ab. Braucht kein Mensch. Hey, pass auf nicht, dass du dich selber umbringst, Bro. Dein Kopf. Yeah. Wir fahren deine nachher gegen den Baum. Und dann kaufe ich dir einen neuen. Bist du jetzt dabei? Ja. Tesla, ehrlich. Aber damit kommst du, glaube ich, nicht nach Berlin. Das ist ein Benz. Ich habe das gekauft. Ich dachte, das ist ein Benz. Weißt du, wie ich meine? Benz. Ja. Stabil, schnell, cool. Einfach jeder lacht mich jetzt aus, weil ich diese dreckige A-Klasse habe. Theoretisch wäre auch noch für die Zerstörung. Also, ich habe nur ein paar Sachen mit, aber... Oh, Kugelblitz. Was hast du noch in petto? Ist das? Nico-Birne. Ist das? Kleine Mini-Fontäne. Das ist doch Dings von. Hast du das Video mit iCrimex gesehen? Ja. Der hatte dieselbe dabei. Das machen wir jetzt nach Megas. Aber erstmal fahren wir Megas und holen uns Kaffee. Trinkt ihr Kaffee? Ja. Ey, ich habe gar nicht. Macchiato, ja. Ich habe gar nicht gefragt, wie ihr heißt. Wie unverschämt von mir. Wie sind denn eure Namen? Ich heiße Bastian. Bastian und? Pascal. Bastian und Pastewka. Pascal. Bastian Pastewka! Junge! Ich heiße Dirk. Mit echtem Namen. Dirk der Zweite. Mein Vater ist Dirk der Erste. Wir sind alle Dirks in der Familie. Voila! So, McDonald! Kommt dann. Fahrrad. Ne. Jetzt fahren wir mal mit dem fünften Gang dahin. Ja! Ne, da seid zwei. Hallo? Digga, redet der mit mir? Das ist voll krass, die haben jetzt eine Kamera. Ich fühle mich voll beobachtet. Das verstößt ich aber hier. Ja, das verstößt gegen das Datenschutzgesetz. Was soll das? Ich will nicht hier beobachtet werden. Hallo, Ihre Bestellung, bitte. Ist das eine Kamera da? Bitte? Ist das eine Kamera vor mir? Ja, warum nicht? Oder ist das Roboter? Rede ich mit einem Roboter? Ja, ein Roboter, ja. Das verstößt aber gegen das Datenschutzgesetz, wenn Sie mich jetzt hier aufnehmen. Kein Problem, wir versuchen zu verstehen. Bitte? So, bitteschön. Das verstößt aber hier gegen das Datenschutzgesetz. Was wünschen Sie bestellen, bitte? Ich hätte gerne 780 Kaffee. Wie viel? 780. Wie viel würde das kosten? Ja, weiß ich nicht. Das können wir danach rechnen. Aber wann Sie sicher brauchen Sie alle? Nee, ich habe heute meinen LKW nicht dabei. Ich nehme doch drei Kaffee. Drei, ja, Cappuccino. Dann drei Cappuccino. Welche Größe, bitte? Welche Größe wollt ihr? Ah, alles groß. Groß, groß, groß. Alle groß. Ja. Kommt noch etwas dazu? Nee, das war's. Boah, meine Kupplung. Kann ich den Zucker brauchen? Ja, kann man machen. Zucker kann man auch machen. 369. 369? Wie viele? Zucker. Ach so, ja, so Pi mal Daumen machen wir 12. Kostet Zucker extra? Ja. Oh, dann machen wir lieber 3 nur. So dreimal. Viel. Alles klar. Sie, ja, ja, bis gleich. Tschüss. Ja, Junge, der wird mich sowas von anzeigen. Ich kenne den. Ich hoffe, das ist nicht der mit der Brille. Boah, die Kupplung, merkst du das? Dieser Geruch, ja. Wie geil der ist. Atme tief ein. Oh. So, muss ich vorfahren oder was? Oh, ich glaube, das ist nicht so vorteilhaft, wenn ich jetzt mit der Achse ankomme. Oh. Nicht direkt, ne. Wow. Er wird wach? Es geht! Ja, das ist der Scheiße. Der wollte mich einmal anzeigen. Jetzt muss ich schnell verpixeln. Puh, Junge, mir ist so heiß. Ich muss diese scheiß Jacke ausziehen, Jungs. Ah, Scheiße! Alles läuft schief heute. Was geht? Wir hätten gerne... Was? Das hast du mir letztes Mal auch gesagt. Weißt du noch, vor 2-3 Jahren, da war ich mit Motorrad unterwegs. Jetzt habe ich andere Content, Bruder, guck mal. Andere Content. Jetzt habe ich viele Klicks, bin rich geworden, kann mir Mercedes-Benz leisten. Er hört mir gar nicht mehr zu. Okay, Bro, warte. Komm, weil du so nett warst. Rest ist für dich. Mach's gut. Ciao. Ich hoffe, der zeigt mich nicht an. Alter. Voila. Nee, ich muss die Jacke ausziehen. Das geht nicht. Wir müssen ein bisschen runterkommen, sonst eskaliert das noch. Ich sehe schon, das Auto werden wir heute anzünden, abfackeln. Gar keinen Bock. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Fahrzeug machen soll. Jetzt mal ohne Scheiß. Habt ihr eine Idee? So Offroad fahren oder tunen? Ich weiß nicht, Bro. Vielleicht mache ich so Pappe. Ich bastel mir so Spoiler und Diffusor, dies, das, alles aus Pappe und klatsche es uns aufs Auto. Und dann Nordschleife. Aber Nordschleife hat leider zu. Wir haben keinen Cupholder, es tut mir leid. So viel Luxus konnte ich euch leider jetzt hier nicht anbieten. Ehrlich? Oh! Ich hab nichts gesagt. Was ist das? Radio Code Card. Weißt du, was es ist? Das
mein lieber Sohnemann, ist, wenn das Auto nicht mehr angeht oder irgendwas mit der Batterie ist oder du die Batterie tauschen musst, musst du danach diesen Code eingeben, damit dein Radio wieder funktioniert. Siehst du, ich hast du was gelernt. Wenigstens etwas. Aber ich glaube, ich habe nur Scheiße gelabert. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Komm zu, Bro. Mach die Augen zu. Ich will nicht, dass du... Erinnerst du dich noch an das... Oh, Bro. Erinnerst du dich noch an das Polo-Video? Wo mir auf der Autobahn, wo ich so gemacht habe, und dann ist mir die Scheibe hier zersplittert. Ach so, ja, ja. Und ich hab's ins Auge bekommen, ne? Ja. Man muss wirklich aufpassen. Der Bre macht's richtig, der versteckt sich einfach hinten. Ey Junge, wir haben 9:30 und die Leute bestellen die hier. Die sollte man eher hoch. Ja, nicht in diese Richtung. Bro, wie lange dauert das dann da vorne? Oh, warte kurz, wir holen erstmal den Kaffee. Weißt du zufällig... Digga, was ist los mit deiner Sprache wieder? Weißt du ungefähr, wie man bei der A-Klasse das Radio repariert? Holt er mir jetzt ein neues Radio? Weißt du das ungefähr? Nein, bitte weiterfahren. Ich wollte dir nur mal zeigen, wie das geht, ja? Ich glaube, das interessiert dich null. Bruder. Wäre ich doch zum Offenbacher McDonalds gefahren. Beim Offenbacher McDonalds, die sind so gechillt, ich sag dir. Die machen sogar mit, sie steigen ins Auto und hauen das Auto weg. Dumm, das war dumm. Wieso ist es hier... Oh scheiße, sorry, dein Feuerzeug. Digga. Okay, wir müssen jetzt überlegen. Junge, keiner hat Geduld. Hey, wir haben doch heute Sonntag, oder? Ja. Wieso sind alle so unentspannt? Voila.